tatsächlich haben wir einen Plan dabei. Ja, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Ja, ich habe den Motorblock abgesenkt. Leider ja, ohne Kamera. Habe ihn hier runtergestellt und habe die Kupplung noch rausgenommen. Ja, mein Vater hat jetzt die Schwungscheibe gelöst. Die geht normalerweise nur mit einem Abzieher los. Schauen wir mal, ob es jetzt tatsächlich gelöst ist und rausgeht. Tja, oder auch nicht. Und wie hat er gesagt, jetzt kannst du einfach rausziehen. Ha, ha, der Witz ist gut. Weiß er doch. Ist die schwer? Dann ist man kloppert. So. Da haben wir eine Schwungscheibe. Uff, schwerer Brocken. So schaut das Ding aus. Da hockt ein Zahnkranz drauf. So, und der ist vorne dran natürlich recht abgefressen. Na klar. Machen wir mal eine Nahaufnahme, dass ihr das auch seht. Ja, also hier sieht man schon, hier ist er richtig eingelaufen. Der ist viel georgelt worden, der Motor. Die Zähne sind hier unten komplett kaputt. Ja, wir können es zwar aufarbeiten, aber da gucken wir erst einmal. Ich habe ja den anderen da noch vom K15. Und der ist normalerweise besser beieinander, also zumindest vom Außen reingucken. Durchs Loch, wo der Anlasser normal sitzt, sah mein anderer deutlich besser aus, also werde ich den übernehmen. Ja, sonst halt das Übliche, schmierig, ölig. Motorenöl ist scheinbar keins ausgelaufen. Vom Motorseitigen schaut es aus, als wäre es trocken geblieben, aber gut, das ist sowieso egal, kommen eh neue Dichtungen rein. Ja, und von der anderen Seite ist halt relativ viel Fett dran und vom Getriebe ist das Öl rausgelaufen. Naja, schauen wir halt einmal. Jetzt würde ich sagen, bauen wir noch ein Stückchen weiter auseinander. Die Kupplungsglocke noch runter. Und ja, dann werden wir uns nochmal eine K15 machen, dass da auch weitergeht. Nehmen wir das gute Stück. Der Motor wird luftiger. So. Ja. Da geht es ja dann schon ins Innenleben, Kurbelwelle. Wenn ich das jetzt rausnehme, ist natürlich ungünstig, ne? Ich glaube, ich baue erst einmal den anderen Block noch aus. Hau mir den hier vorne mit hin. Und dann sehen wir weiter.
immer die Lenkstangen vorne. Dann können wir den Vorderachsbruch als nächstes runternehmen. Dass wir den Motor dann auch wieder vorstellen. So. So wollte ich das. So nicht anders. Ja, 6 Schrauben zu lösen. Die unteren 2 gehen gerade noch mit Ratsche. Oben drüber braucht man definitiv den Kabel- oder Ringschlüssel. So, jetzt hängt er nochmal an eine Schraube. Da haben wir eine. Einmal vor der Achsbock. Motor freigelegt. Als nächstes kann ich die Motorschrauben lösen und dann kann der auch seinem Ziel da vorne zuschweben. Und dann wird es doch langsam.
Ja, es war einmal der Kamera-Akku leer, also falls das jetzt was nicht funktioniert hat, eine Absicht. Haben wir zwei Motorblöcke hier stehen. Schön, nicht? Ja, selbe Spielchen. Ja, die zwei Blöcke sind ausgebaut. Ja, nicht ganz fachgerecht vielleicht, aber wie gesagt, ich bin ja kein Profi. Ich habe das jetzt einfach runtergebaut und das wird schon passen. Die Lagerdate, die sind sowieso im Eimer, also wenn das jetzt beim Runtermachen kaputt gegangen ist, juckt niemanden. Ja. Hier drüben sieht es dann genauso aus, auch ein bisschen viel Fett. Und naja, die Welle hier, ja gut, die ist auch nicht mehr die neueste. Die wird der Vater mit reinnehmen müssen. Ich weiß nicht, entweder können sie sie wie beim Kramer damals aufspritzen oder aufschweißen oder aufchromatieren. Irgendwie in die Richtung. Da weiß der dann Bescheid. Ja, wie gesagt, soweit hier liegt er jetzt frei. Kupplung ist ja wie gesagt dieselbe, da schaue ich mir die drüben auch mal an, aber das ist wie gesagt dasselbe Spielchen und wenn er eh offen ist, dann kommt die neu. Und ja, die Schwungscheibe kann ich euch dann auch mal zeigen, wenn ich sie rausgebaut habe. Die ist wie gesagt ein bisschen besser beieinander beim K15, was man auch gleich sieht. Also die andere liegt ja da drüben im Eck, die ist ja komplett rostbraun. Wohingegen die da denn noch so richtig schön Stahl ist, da ist überhaupt kein Rost dran. Also der andere, der hat da schon mal Feuchtigkeit oder was gesehen. Ja, ich baue jetzt hier die Kupplung aus und mache die große Zentrierscheibe noch runter. Die Zentralmuttern runter in der Mitte. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich die Schwungscheibe runterbringe. Oder ob ich das den Vater dann machen lasse, wenn der kommt. Weil das hatte mit der anderen auch ein paar gezielte Schläge auf die richtige Stelle und die hupft von alleine runter. Aber da putsche ich nicht noch. Ich schraube jetzt wie gesagt so weit runter, was runter geht. Und ja, den Rest würde dann ja wahrscheinlich einmal mit reinnehmen. Das werden sie drinnen überprüfen, durchgucken. Da hat er ja noch einmal ganz andere Mittel als jetzt hier bei mir daheim. Ich meine, wenn man unsere Werkstatt anguckt, die ist schon gut ausgestattet, da gibt es nichts. Wir haben alles da, was wir brauchen, aber ist doch was anderes da drin bei Ihnen. Die haben es halt doch ein wenig akkurater noch. Ich meine, wir haben sehr viel, aber ja. Gut, soweit erst einmal. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Bauen wir mal weiter runter. Thank you.
Uiuiuiui. Da schaut die sogar noch schlimmer aus vom K15 wie vom KA15. Eieiei. Ihr Schaufzeichen. Ja, Belag ist auch noch drauf, aber auch nicht mehr der Beste. So, und jetzt zum Abschluss des Videos. Das letzte Mal bin ich gefragt worden, warum wir diesen Ausleger haben, den Böschungsmäher. Also ich denke mal, da war das Teil da hier gemeint und was für Hersteller das ist. Also den Hersteller haben wir hier. Baker & Gilbert, Baujahr 1986. Ja, wofür haben wir den? Zum Hecken zurückschneiden und Gräben rausmulchen. Ja, dafür ist das Ding eigentlich gut. Wird halt alle heiligen Zeiten einmal gemacht, da kann man schön an die Hecken entlang fahren. Wobei die Ketten jetzt unten hier, diese Schutzketten auch kaputt sind. Und ohne Schutzketten fliegen dann immer die Splitter in die Spiegel vom IHC rein. Da haut man sich bloß die Spiegel zusammen. Ja, deswegen wurde im Moment eigentlich so gut wie gar nicht genutzt. Ja, aber dafür wäre er eigentlich da. Dann im letzten Video bin ich auch gefragt worden, wie es denn ausschaut mit Bewässern von die Kartoffeln. Ja, hat sich halt so ergeben, also ich habe jetzt einmal im Wasserwirtschaftsamt und im Landratsamt in Kulmbach angerufen. Wasserwirtschaftsamt ist in Hof. Hab da nachgefragt, wie das wäre, ob ich da Wasser entnehmen dürfte zum Bewässern von die Ackerflächen. Ja, und da sieht es folgendermaßen aus, das Gesetz. Wenn ich Wasser entnehmen möchte, dann muss ich Anlieger am Gewässer sein. Bin ich nicht. Und wenn ich kein Anlieger am Gewässer bin, dann darf ich da auch nichts entnehmen. Und wenn ich Anlieger am Gewässer bin, dann darf ich auch nicht mit einem Pumpwagen ran, sondern darf ich nur mit Schöpfgefäße ran und dann darf ich nur so viel entnehmen, dass der Wasserkreislauf quasi nicht gestört ist, sondern quasi an der Wassermenge sich nichts groß verändert. Gut, am Fluss, da wenn du jetzt dann 1000 Liter Fass hast, du wirst nicht viel merken davon. Aber wie gesagt, also Schöpfgefäße und ich bin kein direkter Anlieger, also würde ich mich strafbar machen, wenn ich es mache. Jetzt habe ich nachgefragt, dann wäre es sowieso saudumm, wenn ich das mache. Da kann ich dann schlecht hergehen und kann sagen, oh, ich habe auch nichts gewusst. Ja, früher ging das, aber mittlerweile hat sich das so ergeben, funktioniert nicht mehr. Ist halt Mist. In der Wassergrube ist noch nicht genug drin, die wir oben haben. Das sind ja normalerweise 36.000 Liter Wasser, die da reinpassen. Die ist aber gerade mal viertelvoll. Und das Wasser wird zum Gießen vom Gewächshaus und vom Garten oben genutzt, Kräutergarten. Und die ganze Beete außenrum, was man halt so hat. Ja, und wenn ich jetzt da anfange und pumpe da der Wasser ab für die Kartoffeln hier unten auf dem Feld, ja, dann ist das in die Gewächshäuser hinfällig. Ja, aber wie man im Hintergrund wenigstens schön sieht, es ist alles ein bisschen nass. Wir hatten die letzten Tage jetzt immer ein bisschen Regen. Es waren mal 6 mm, dann waren es mal 16. Heute waren es insgesamt auch noch einmal knapp 10. Ist doch schon mal ganz schön. Ich meine, wie gesagt, dann sind wir immerhin schon bei 32 mm. Ist doch schon ganz angenehm. Mehr ist immer gut. Aufs Wochenende haben sie zwar wieder schönes Wetter gemeldet. Ich meine, jetzt ist Donnerstag, mal gucken. Wenn es noch ein bisschen weiter regnet, wäre es optimal. Ja, bewässern ist halt wie gesagt schwierig. Das Einzige, wo ich jetzt dann Wasser entnehmen könnte, ist aber halt da wie gesagt suboptimal. Wir haben ja die Ente und die Gänse. Das wäre halt aus einem Weiher. Ja klar, ich könnte jetzt da ein bisschen Wasser abzapfen, aber ist halt auch nicht so optimal. Früher gab es eine Quelle, da hinten, wo die Bierbank so drinnen lehnt, der Einlauf, da gab es nochmal eine Quelle, da ist immer Wasser gekommen. Seit oberhalb aber Häuser gebaut worden sind, ist diese Quelle auch endgültig versiegt. Also das Wasser im Weiher, wenn es nicht regnet, wird es auch bloß weniger verdunstet. Der Stand war schon mal höher, also der ist auch schon ziemlich abgefallen. Ja, und von daher wäre es natürlich jetzt absolut suboptimal, wenn ich hergehe und ziehe mir da das Wasser raus. Dann habe ich da auch kein Wasser mehr für meine Viecher. Und ja, hoffen wir einfach drauf, dass es noch ein bisschen regnet. Heu habe ich ja soweit drin. Heute früh war noch ein Bekannter da, der hätte auch noch eine kleine Wiese für mich, wo ich mich einmal
umgucken soll. Da soll ich morgen früh vielleicht einmal, bevor ich auf die Arbeit gehe, vorbei und soll mir das anschauen. Die liegt da hinten in Schwarzholz. Quasi ganz da hinten, wo das Gehöft ist. Da muss am Wald noch eine sein. Ist nicht viel, 200 Meter lang und vielleicht 10, 15 Meter breit. Er hat gemeint, es gibt immer einen Rundballen. Ja, mein Gott. Wenn's für meinen Zweck noch einmal 10 bis 20 Ballen gibt, das ist nicht weit zu fahren, das ist ja gleich ums Eck. Was ich daheim habe, habe ich daheim. Und wenn es wegen ein paar Ballen ist, wie gesagt, ich hole was geht. Und dann wird man weitersehen. Wie gesagt, ich hoffe ja drauf, 2020, vielleicht ergibt sich ja da wirklich was. Und dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht wirklich ein wenig mehr Fläche haben. Und jetzt abschließend dann noch zum letzten Thema. Und ich sage mal zum brisantesten Thema. Ja, im letzten Video hat mich ein Zuschauer darauf angesprochen. Zwecks dem Kleingeld, was jetzt ein wenig für Kram fehlt, wo ich auch schon mal ein wenig arbeiten muss dafür. Hanna und Jockel. Ich soll mehr Viecher halten, mit denen auch ein wenig Geld verdient ist. Ja, das ist natürlich ein Problem. So eine kleine Ziegenherde wäre zwar nicht schlecht, wo man sagt, die schlachtet man und verkauft Fleisch. Da gehört aber natürlich auch dazu, wenn ich das machen will. Ich brauche Kühlraum und. Ist nicht ganz so einfach. Ich sage mal, mit meinen Kartoffeln ist es einfacher. Der Lagerraum ist eh vorhanden. Kartoffeln sind nicht ganz so leicht verderblich, lässt sich leichter handhaben. Ist mir die Eier ja teilweise schon ein bisschen problematisch. Aber gerade Frischfleisch, wenn du es verkaufen willst, ist ja sehr schwierig. Also mein Plan sieht ja immer noch vor, dass ich vielleicht irgendwann einmal noch ein paar Schweine zur Eigenversorgung habe. Aber dass ich jetzt sage, ich kann hier wunderbar was noch für Viecher anschaffen und halten, das ist in Bayern natürlich auch ein bisschen schwierig. Die Nutztiere, die du haben kannst, die sind an deine Fläche gekoppelt, die du hast. Jetzt haben wir 6,81 Hektar und wir sind jetzt mittlerweile fast vollständig ausgelastet. Muss man dazu sagen, ich habe wie gesagt hier die zwei Pferde, den Esel und die zwei Ziegen, sind Großtiereinheiten. Ich habe die Hühner, wir haben die Gänse. So, wenn du das jetzt dann alles rechnest, jetzt wenn ich dann noch ein paar Schweine hier habe für mich selber, dann sind wir vollkommen ausgelastet. Solange ich nicht mehr Fläche habe, ist hier nicht drin. Also gerade wenn es jetzt dann vielleicht ums Thema Mutterrinder oder was geht, dass man sagt, man hat ein, zwei Mutterrinder, wo man dann immer die Kälber verkaufen tut. So einfach ist es, wie gesagt, ne? Da bräuchte ich ein bisschen mehr Fläche. So dürfte ich das gar nicht. Das ist, wie gesagt, alles ein bisschen gekoppelt. Es geht ja darum, den Dünger, den musst du dann hast, also quasi, sprich den Mist, die Gülle, die muss ja ausgebracht werden. Das nächste ist, ich hätte gar keine passenden Stallungen dafür. Die gibt es auch nicht. Ja, und zum Thema Direktvermarktung sage ich ganz ehrlich, also ich fange das jetzt erst einmal klein an. Ich habe ja wie gesagt geplant, da mit die Eier und die Kartoffeln das noch ein bisschen auszubauen. Das ist so der kleine, einfache Weg. Ich meine, ich mache das ja eh schon die ganze Zeit so in der Nachbarschaft, dass man sagt, ja, man gibt was raus. Ist kein Thema, die Leute, wo man kennt oder Arbeitskollegen oder so. Aber gerade dann Eierverkauf oder wie gesagt die Kartoffeln, das möchte ich ein bisschen weiter ausbauen, dass man sagt, da hat man vielleicht noch ein wenig an Verdienst damit. Dafür eben dann auch die anderen Kartoffeln, die wo ich jetzt mit drin habe, dass man sagt, man kann auch ein bisschen was anbieten. Das muss ich mal sehen, da muss ich mich auch noch mal richtig schlau machen, dass ich da nichts verkehrt mache. So einfach ist das Thema ja doch nicht. Und bevor mir jetzt jemand kommt, ich mache hier irgendwas nach, nein, der Gedanke, der reift hier schon lange bei mir. Ich habe schon lange darüber nachgedacht, wie kriegt man die Landwirtschaft wieder rentabel. Ich meine, wir laufen im Nebenerwerb. Ich habe keinen Vollerwerbsbetrieb. Jetzt haben wir letztens den Steuerbescheid gekriegt. Wir dürfen 600 Euro Steuer nachzahlen. Ja, für was? Für was, fragt man sich. Für das bisschen Getreide, was wir letztes Jahr verkauft haben. Das war nicht wirklich, wo du sagst, es geht null auf null auf und jetzt darfst du noch eine Nachzahlung machen. Und ich dann sage, nee, dann möchte ich schauen, dass ich wirklich noch ein bisschen was anders habe. Dass der Betrieb einfach wenigstens ein bisschen wirtschaftlich ist. Das Geld, was ich dann verdiene, dass ich sage, ich kann das wieder in Maschinen investieren oder einfach in Modernisierung von Stall und. Ja, und dann wie gesagt, das zweite Thema, was dann auch war,
Ein Zuschauer hat unten in die Kommentare geschrieben, ich könnte doch ein, und das ist jetzt wie gesagt etwas brisantes Thema, also eigentlich wollte ich das nicht ansprechen. Ich habe das auch schon ganz Zeit lang, aber mir ist das eigentlich selber irgendwie ein wenig unangenehm, sage ich einmal. Das ist eigentlich nicht meine Art. Der hat geschrieben, du könntest doch ein Spendenkonto eröffnen. Ja, klar, die Idee wäre gut, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 4000 Zuschauer jetzt pro Video und wenn jeder Zuschauer in einem Video nur jeweils 50 Cent spenden würde auf mein Spendenkonto, 50 Cent ist nicht viel, dann hätte ich ruckzuck 2000 Euro zusammen, klar, logisch, aber wie gesagt, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm. Ich sage es jetzt dazu, ich habe ein Spendenkonto, das ist auf meiner Kanal-Info-Seite. Da ist es schon eine ganze Zeit lang jetzt drauf. Ich habe das einmal angelegt. Eigentlich habe ich ja auch mal gesagt, ich mache das eigentlich gar nicht, weil ich komme da wirklich wie ein Bettler vor. Und das will ich nicht. Deswegen habe ich das die ganze Zeit auch nicht publik gemacht. Habe ich immer gedacht, naja, ich bin eigentlich nicht so. Ich bin da selber noch nicht so ganz erbaut davon. Deswegen habe ich es auch nicht groß publik gemacht oder so. Es läuft halt nebenbei. Es hat auch noch keinen interessiert oder so, also sage ich ganz ehrlich. Und ich will auch keinen da der explizit darauf hinweisen, so nach dem Motto, hey du, wenn du meine Videos guckst, dann kannst du mir hier ein bisschen Geld da lassen oder so. Nee, also ganz ehrlich, das war der Zaun, aua. Ja, wie gesagt, also da bin ich ehrlich gesagt nicht der Typ dafür. Das ist absolut nicht meine Art, also da bin ich normalerweise kein Fan. Also wer hergeht und sagt, er möchte mir was da lassen, sehr gerne, habe ich nichts dagegen. Kann ich zum Beispiel jetzt eben in eine Krame investieren, dann wird es ein wenig schneller, dann geht es ein wenig schneller voran, das Projekt. Für die Kolben, für die Zylinder oder Dichtungen, was man vielleicht noch braucht. Oder Getriebeteile und. Klar, aber dass ich jetzt sage, ihr müsst jetzt hergehen und ihr müsst es, also auf keinen Fall, das will ich nicht. Der ein oder andere hat es gemerkt, seit einiger Zeit laufen auf meine Videos Lift Werbung. Überspringbare Werbung sollte das normalerweise sein, wenn alles funktioniert. Da habe ich mir gedacht, naja gut, das kannst du ja mal machen. Wer es guckt, entweder die schauen die Werbung an oder die überspringen es. Also ich habe jetzt gesehen, da kommt dann nochmal Deutsch Werbung oder. Also ist nicht einmal so schlecht. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht kommt da auch ein bisschen rum. Ist natürlich nicht viel. Wie gesagt, das sind halt ein paar Centbeträge. Bis du da mal Auszahlung hast, das dauert auch ewig. Ja, aber wie gesagt, zu dem Thema. Also wer möchte, darf gerne. Wer nicht möchte, bitte nicht böse sein, wenn ich das jetzt gesagt habe, um Gottes Willen. Also ich will hier keinen dazu zwingen oder keinen dazu drängen, dass er das macht. Auf keinen Fall. Meine Videos kommen deswegen trotzdem weiter, ganz normal wie gehabt. Nur weil ich das jetzt gesagt habe, heißt das nicht, wenn der nichts zahlt, dann mache ich auch nichts. Also wie gesagt, das auf keinen Fall. Wie gesagt, ich sehe das jetzt einfach mal so. Ich habe das jetzt hier erwähnt. Ich habe da die ganze Zeit schon was. Und ja, so viel zu dem Thema. So viel würde ich sagen, war es das dann zu diesem Video. Es ist wieder ein bisschen was zusammengekommen. Ist ja doch ein kleines bisschen passiert. So als Abschluss hier hinten einfach bei den Viechern noch zu stehen. Ist doch auch ganz schön. Bis er an den Zaun kommt, dann macht's Aua. Ja, einfach hier hinten ein wenig zu stehen. Habe ich gedacht, ist ein guter Abschluss. Am Krame, soweit bin ich jetzt erst einmal fertig mit meinem Zeug, was ich gemacht habe. Zerlegt sind sie. Der Rest an den Motoren, das übernimmt dann der Vater. Das Innenleben, das mache ich selber nicht, weil die Kurbelwelle, da wenn ich irgendwas beschädige, das wäre nicht so toll. Ich meine, ich kann die Pleuelschrauben noch rausnehmen, die Pleuellager rausnehmen, klar, das ginge noch. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich lasse das meinen Vater machen, die soll er mit auf die Arbeit nehmen, das macht er drin. Die Einspritzpumpen hat er schon mit reingenommen. Da hat er gesagt, da schaut er mal, dass er aus die zwei dann eine hinkriegt. Sobald es da weitergeht, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Was ich heute noch gemacht gehabt habe, das war einfach vorne die Kupplungsglocke noch von dem ganzen überschüssigen Fett befreit. Und ja, soweit ist er jetzt dann für meinen Teil erst einmal fertig. Ich lasse das jetzt erst einmal so wie es ist.
was ich vielleicht anfangen könnte, die Kotflügel eventuell demontieren und schleifen bzw. ja, halt entlacken oder Aggeschiene, die ganzen Unterlenker, Hydraulikstäbe und das. Also feststehen wird, der wird lackiert. Das ist jetzt das Ziel. Hat ja auch geheißen, ich könnte ja die Löcher dann in der Haube zuschweißen, zuspachteln. Klar, da wird natürlich dann gespachtelt. Also nur Blech reinpappen und dann ein bisschen drüber brutzeln und dann drauf lackieren. Natürlich nicht. Wenn, dann soll es schon schön ausschauen. Die Löcher, die in die Kotflügel drin sind, versuche ich natürlich auch zuzuschweißen, die nicht nötig sind. Und ja, dann denke ich doch einmal, kriegen wir aus dem alten Kramer auch wieder einen ganz schicken Schlepper hin. Der wird natürlich dann schon irgendwie ähnlich wie der KL300, das ist so das Ziel. Farbdose habe ich noch stehen und dann kriegt der halt auch ein bisschen Farbe ab, weil ich meine, das ist jetzt die beste Gelegenheit, der ist eh zerlegt, dann kann man da auch immer drüber lackieren. Na gut, in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, ich wünsche ein schönes Wochenende. Wir haben ja Freitag. Ich wünsche auf alle Fälle eine schöne Zeit, ein paar schöne freie Tage an alle, die jetzt da nichts arbeiten müssen. Ich bin ja Freitag, Samstag auch auf der Arbeit. Ich habe am Montag frei. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal am Dienstag, 16:30 Uhr, wie gewohnt. Bis dahin, Servus.